Hallo, CouchDB. Dokumente erstellen und löschen. Für ein Dokument sind mindestens die beiden Felder Unterstrich-ID und Unterstrich-REV notwendig. Möchte man für die einmalige ID einen Hash-Wert nutzen, kann man sich diesen durch curl minus groß x get http doppelpunkt schrägstrich schrägstrich localhost Doppelpunkt 5984 Schrägstrich Unterstrich UUIDS anzeigen lassen oder mehrere durch eben die gleiche Eingabe, doch am hinten kommt noch ein Fragezeichen. Count ist gleich dann die Anzahl hinzu, zum Beispiel 10 Stück. Erstellt wird nun das neue Dokument mittels Kommando curl, Leerzeichen minus groß x, put, http, Doppelpunkt, Schrägstrich, Schrägstrich, localhost, Doppelpunkt, 5984, Schrägstrich, dann kommt die Datenbank. Hier Test und dann kommt der Hash-Wert. Dann nehme ich mir einfach mal einen und kopiere den an die richtige Stelle. Kopieren und einfügen. Und am Ende kommt noch ein Minus D. Geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu hinzu. Die Versionsnummer wird automatisch hinzugefügt. Angezeigt werden alle Dokumente nach der Eingabe curl minus groß x get http Doppelpunkt Schrägstrich Schrägstrich localhost Doppelpunkt 5984 Schrägstrich test Schrägstrich Unterstrich all Unterstrich docs. Ebenso ist es machbar, den New Document Job durch den Befehl curl minus groß x post http Doppelpunkt Schrägstrich Schrägstrich localhost Doppelpunkt 5984 Schrägstrich Datenbankname hier Test Schrägstrich dann minus groß h Content minus Type Doppelpunkt Application Schrägstrich JSON minus D geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu initiieren. Die ID wird diesmal automatisch vergeben. Okay, Inhalt anschauen und es gibt die beiden Dokumente hier. Gelöscht wird ein Dokument per Befehl curl minus groß x delete und dann http Doppelpunkt Schrägstrich Schrägstrich localhost Doppelpunkt 5984 Schrägstrich die Datenbank Test dann der Hashwert. Dann ein Fragezeichen, dann REV ist gleich und dann die Versionsnummer. Hashwert wäre jetzt hier zum Beispiel die, also die Identifikationsnummer. Wieder kopieren, einführen, dann Fragezeichen, REV, dann ist gleich und dann die Versionsnummer. Ebenso kopieren und einfügen. Okay. Und Enter. Und schon wurde die Löschung initiiert. Und das andere Dokument dürfte jetzt nicht mehr da sein.
Genau. Ciao und viel Glück.